Beim Fecht mache ich die Pizza und nehme ihn auf die Schaufel. Beim Fecht bin ich die Maggie. Beim Fecht bin ich die Leporella. Beim Fecht bin ich das Blumenmädchen. Heute mit Gras. Beim Fecht bin ich die Russin. Die Castings waren übersät von interessanten Bewerbern. Doch wir konnten nur 6 in den Workshop einladen. Na dann schauen wir mal. Herzlich willkommen beim Fecht Workshop. Es freut mich, dass ihr heute alle gekommen seid, bis auf die Nonne. Die hat verschlafen. Und aus dem Grund ist sie nicht dabei. So, jetzt bin ich da, die Maggie. Und ich muss sagen, ich sorge da jetzt für Ordnung und Sauberkeit. Weil ich habe mitgekriegt, der Herr Fecht ist schon ziemlich schlampert. Da liegen immer ein paar Fusseln umeinander, nein, und Flankerl. Deswegen habe ich da was mitgebracht, so geht das nicht weiter. Nein, absolut nicht. Leporella geht zum Fecht, um ein bisschen was zu verdienen. Vor allem aber, weil sie ihm die Leviten lesen muss. Und zwar mit dem Leporello, dem Faltbuch mit den gesammelten Verfehlungen seiner Sendungen. Da, wo ist es denn? Ha, welcher Teufel hat den Fecht denn da geritten? Frank Stronach bekam von ihm ein Sternemenü, Franz Franitzky eine ordinäre Bratwurst. Ich bringe gerne die Getränke, nur für einen einzigen Mann in dieser Welt. Natürlich in der Nacht. Ein Fläschchen Milch für meinen 2-jährigen Sohn. Aber Herr Fecht war heute ziemlich brav und er verdient ein Gläschen von einem guten österreichischen Wein. Das bringe ich ihm gerne. Hallo zusammen, ich bin der Manfred und meine Freunde sagen zu mir Manfredo. Vom Beruf bin ich Pizzabäcker und mache die leibendsten Pizzas. Ich finde Blumen schon sehr schön und das ist einfach. Die Farben passen zu seinem Hemd, die tollen Hemden, die er immer anhat. Und ich meine, die Damen werden aufblühen, dann ein bisschen ein Duft. Also sowas kommt immer gut und ich bin der Meinung, es werden wieder mehr Zuseher dadurch. Maggie, Peggy, wie auch immer, hat gut funktioniert. Wir müssen das einfach nur ein bisschen üben und dadurch machen wir jetzt dann gleich auch eine Szenerie, die du dann fortführen wirst. Bei dir merkt man, du bist von Mal zu Mal einfach besser geworden. Bei der Version 4 hat es dann schon ganz gut funktioniert. Du musst halt nur schauen, dass die Nervosität ein bisschen weggeht. Bei der Xenia kann ich nur sagen, wunderbares Kostüm. Sehr gut gemacht. Und ich glaube, so eine strenge Lehrerin hätten viele gern. Stimmt's, Manfred? Ja. Manfred, bei dir muss man schon sagen, es war ein bisschen eine Themenverfehlung. Du weißt, den Charakter, deine Rolle hast du nicht beschrieben, wie in der Aufgabenstellung gewünscht war. Ja? Müssen wir schauen, dass wir das vielleicht bringen wir das dann eben bei der Praxis weg. Und Iris, bei dir, du hast über den Charakter relativ wenig bis gar nichts gesagt. Aber jetzt die nächste Chance. Und was machen wir immer? Gong. Den Gong. Frau Ariel, wo sind die Getränke? Naja. Für meine Gäste zumindest. Jesus, na, wer sind denn Sie? Ich bin die Leporella. Okay. Ich war schon lange nicht mehr im Rampenlicht. Naja, so schauen Sie mal eh aus. Und was machen Sie dann bei mir? Jemand hat mich vermittelt. Jesus, na, hoffentlich nicht das AMS. Nein. Hausfrau und Mutter? Ja. Und was machen Sie jetzt bei mir? Frau Ariel, ich habe eine gute Frage an Sie. Ist die Generation Y lahmarschig? Sie sind aber nicht die Frau Ariel. Aber viel besser als die Frau Ariel. Na ja, besser weiß ich nicht. Also von der Figur her auf keinen Fall. Das macht nichts. Wie heißen denn Sie überhaupt? Manfredo. Ja, und was machen Sie bei mir? Ich werde jetzt die Pizza backen. Frau Ariel. Wo sind Sie denn schon wieder? Meine Gäste wollen doch was trinken, oder? Nicht wahr? Naja, ich habe nur das Beste für meine Gäste. Was machen Sie da? Kaugummi aus dem Mund, wer sind denn Sie bitte? Entschuldigung. Ich bin die Maggie. Maggie? Ja, und ich, Herr Chef, es tut mir leid, furchtbar leid, aber ich konnte keine Kanne finden für die Getränke. Jetzt habe ich mein Blumenspritzer schnell das Wasser genommen. Die Nacht ist dunkel, es erhell mir die Frau Ariel meinen Tag. Frau Ariel,
Kommen Sie sehr schnell. Mein Gott, ein bisschen langsam sind Sie schon. Hallo, hallo. Einen schönen guten Abend, sehr geehrter Herr Fecht, liebe Gäste. Und was machen Sie da? Die Frau Ariel ist nichts mehr da, jetzt bin ich da. Ja, sagen Sie, und was machen Sie jetzt hier? Ich bin für Sie da. Sie kümmern sich jetzt künftig um mich? Ich kümmere mich um Sie. Aber jetzt muss ich was arbeiten, ich muss ja Geld verdienen. Nur mit Ihnen flirten? Cash ist ein bisschen macht zu wenig. Was? Cash macht fesch. Oh, danke sehr. Warum höre ich das immer von den Frauen aus dem Osten? Ja, bis zum nächsten Mal, Herr Fecht. Auf Wiedersehen. Frau Ariel, bitte kommen Sie sehr schnell. La, 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 la. Sie sind aber nicht die Frau Ariel. Nein, ich bin die Iris. So wie die Blümchen ihr Wasser, bringe ich ihren Gästen was Flüssiges. Was Flüssiges habe ich schon, aber gut, okay. Die Gäste, und was ist da drinnen? Hoffentlich kein Wodka. Kein Alkohol während der Sendung. Die Urteilsverkündung beginnt jetzt. Wenn du einen von den drei kategorisieren würdest, der weiterkommt, wer hat's am meisten verdient aus deiner Sicht? Ich sage, es sind zwei Damen, also würde ich es dem Herrn geben. In Manfred. Ja. Xenia? Elfi. Gut, Iris. Ich würde sie gönnen. Wem? Der Elfi. Okay. Manfred? Ja, ich gönne es an der Hidden. Du triffst jetzt die letzte endgültige Entscheidung. Manfred 2, Elfi 2. Jetzt will muss ich mir überlegen, ob ich mir es antun, weil ich schlechte Karten habe fürs nächste Mal. Das ist, Wieso? Naja, wenn ich jetzt als Dritte im Bunde, also das ist irgendwie schwierig, dann bin ich eigentlich der Loser, oder? Nächstes Mal. Du bist schon ein bisschen Pessimistin, gell? Ich bemühe mich wahnsinnig, aber es ist halt dann stressig, oder? Was ist stressig? Wenn die Voraussetzungen so schwierig sind bei mir. Die sind ja deshalb nicht schwierig. Vielleicht sagst du jetzt, okay, ich übe und dann also, ich mach das, ja. Gut, dann alles gebe ich mir selbst die Ruhe. Ja, somit haben wir die Entschuldige. Elfi. Dann gratulieren wir, da brauchen wir sich nicht entschuldigen. Dann sind wir drei Frauen. Dann nominieren wir drei Frauen, die Elfi. Das heißt, wir machen die nächste Live-Show. Es wird richtig spannend. Ja, da bin ich so gespannt. Das freut mich. Danke für Ihre Teilnahme. Es hat mir wirklich gefallen. Und was natürlich nicht einfach ist, sehr geehrte Damen und Herren, Entscheidungen zu treffen. Danke. Das wissen unsere Politiker, aber jetzt auch unsere Kandidatinnen und unser Kandidat. Wir sehen uns wieder beim Fecht.